über die Jahre ist Zahmstedt zum Anlaufpunkt für Kunden, Bekannte, Partner, Freunde geworden. Und da fehlt dieses Jahr einfach die persönliche Komponente, die man sich sonst immer so gewünscht und geschätzt hat. Das Motto Zahmstedt ist ja Kicken, Klönen, Köpen. So, und das fehlt uns Ausstellern natürlich auch. Wir treffen dort immer wieder viele Kunden, die man teilweise auch nur einmal im Jahr sieht. Und da wird natürlich auch gerne mal ein Wort gesprochen. Und das fehlt uns jetzt ein wenig. Als Marco-Wedemeyer-Team fehlt uns besonders eben einfach das vor Ort und das Sprechen mit den Kunden, um unsere neuen Produkte vorzustellen, um uns vorzustellen und alles, was wir eben so momentan in Planung haben, auch zu kommunizieren. Also uns von Highland wird dies Jahr fehlen, den ganzen Tag. Bumm, bumm, bumm. Pfähle reinhauen in den Boden für schöne Zäune. Wir wünschen uns natürlich für das nächste Jahr, dass die Zahmstedter Ausstellung wieder stattfinden kann, sodass wir live vor Ort da sind. Natürlich wünschen wir den Landwirten und Lohnunternehmern auch gute Erträge in diesem Jahr. Ich würde mir wünschen, und der Weg geht in die Richtung, dass die Leute bewusster mit Ernährung umgehen, dass sie fair mit Landwirten umgehen, dass sie einfach überlegen, kaufe ich lieber regional, nachhaltig. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns 2021 dann in Zahmstedt wiedersehen. Wenn Sie uns zwischendurch brauchen, das hoffe ich, dann rufen Sie uns an oder kommen Sie hier nach Bokel. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Ja, auch in diesen schwierigen Zeiten, auch wenn die Technik mal streikt, ihr wisst, wo ihr uns findet, kommt vorbei, wir helfen euch immer weiter. 365 Mal werden wir noch wach und dann ist wieder Zahmstedter Ausstellung.